Ich stelle Ihnen heute das Buch Körper gegen Geist von Donna Inez vor, welches bei der Europa-Buchverlagsgruppe erschienen ist. Donna Inez, geboren im Jahr 1963, verheiratet in zweiter Ehe mit ihrer geliebten Frau, ist seit 42 Jahren als Krankenschwester tätig. Zwei Söhne und ein Enkel bereichern ihr Leben. 3 Jahre Leben und Arbeiten in Portugal brachten ihr den Namen Donna Inez ein. Dieses Buch erzählt von einer manchmal tragischen, manchmal komischen Gegenüberstellung zwischen Körper und Geist. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass es unschön ist, in die Klapse zu landen. Eine mittelschwere Katastrophe ist es, wenn eine versierte Krankenschwester dort landet, weil sie feststellt, dass sie sich vor ihrer Nachtschicht das Leben nehmen wollte, ohne sich dessen so recht bewusst zu sein. Verheiratet mit ihrer geliebten Frau und leben in einer WG mit Opi, kämpft sie sich durch eine schwere Depression und verliert dabei nicht ihren Humor, der diese Tragik oft ins Komische verwandelt. Das Buch Körper gegen Geist von Donna Inez ist ab sofort im Buchhandel und online erhältlich, sowohl im Paperback-Format als auch als E-Buch und ist aus einer Zusammenarbeit mit der Europa-Verlagsgruppe entstanden.